Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mit dem 2008er Mitsubishi Lancer Evolution 10 GSR. Ja, dieses Fahrzeug werde ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn nicht über die Teststrecke fahren, das haben wir nämlich schon mal gemacht. Und werden ihn dann halt so in der Serie einfach noch ein bisschen durch die Gegend fahren und selbstverständlich auch noch tunen. Ja, ich hatte einfach Bock, dadurch, dass wir Winter hatten und ich ja sowieso gesagt habe, ich möchte mal wieder ein paar mehr Japaner vorstellen, dachte ich mir, komm, ein Evo trifft sich ganz gut. Wir hatten ja letztens die Folge, die Testfahrtfolge, in der ich schon mal ein paar Subarus gefahren bin. Da dachte ich mir, okay, komm, jetzt mal wieder Mitsubishi. Und deswegen jetzt der Lancer Evolution 10 GSR. Ja, was haben wir denn hier? GSR steht für Grand Sport Rally. Unter der Haube, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt aufmachen können hier im Spiel. Ja, können wir, genau. Steckt ein 2,0 Liter Reihen-Vierzylinder Turbomotor, der 4B11T-Motor. Mit 295 PS und 366 Newtonmeter Drehmoment. Ab 2009 waren es dann 300 PS und 422 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf ein Leergewicht von 1,5 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 4,5 Sekunden dank eines Allradsystems. Und die Topspeed liegt bei 240 km/h. Preislich lag der Wagen bei etwa 45.000 Euro. GSR ist allgemein ein Performance-Paket für den Lancer Evolution 10 gewesen. Und das gab es tatsächlich auf sehr, sehr vielen Märkten. Amerika, Asien, beziehungsweise Japan, Australien, Europa. Allerdings auf allen mit minimalen Unterschieden. Und deswegen kann ich jetzt nicht genau darauf eingehen, welches Modell wir hier genau im Spiel haben. Aber wie gesagt, es ist einfach ein Performance-Paket. Es müsste die japanische Variante sein. Ich weiß es aber nicht. Es ist bis dato der letzte Evo aller Zeiten. Nicht der letzte Lancer. Der Lancer wird immer noch gebaut, aber der letzte Evo. Und wir haben hier ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe statt eines 5-Gang-manuellen Getriebe, was ebenfalls verkauft wurde. So, hier hinten ein kleiner Kofferraum. Und ich muss persönlich sagen, der Evo 10 ist definitiv recht schön. Absolut. Ich finde den Evo 8 und Evo 9 ordentlich viel schöner, definitiv. Ich finde auch Subarus deutlich schöner als Mitsubishis allgemein. Aber der Evo 10 trotzdem, wie ich finde, ein sehr schönes Fahrzeug. Definitiv ein moderner Evo oder ein modernerer Evo. 2008 ist ja jetzt auch schon mittlerweile ein paar Jährchen her. Und mir gefällt er. Mir gefällt er wirklich. Hatte auch einige Fans definitiv der Wagen. Und ich weiß noch ganz genau, wie groß der Aufschrei war, als Mitsubishi gesagt hat, wir stellen den Evo ein. Haben einige Leute nicht so geil gefunden, verständlicherweise. So, Interieur. Nichts, was man nicht irgendwie erwarten würde. Jetzt nicht unbedingt die krasseste Überraschung, aber definitiv sehr schön, wie ich finde. Und ja, ich würde sagen, wir starten ihn einfach mal. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die offene Welt, fahren dann ein kleines Offroad-Rennen und dann gehen wir ins Tuning rein. Also wir gehen mal ein bisschen in eine andere Reihenfolge, weil wir den Wagen ja nicht über die Teststrecke fahren werden. So, wie gesagt, permanente Allrad. Das heißt, ich glaube, auch im Winter werden wir hier definitiv unseren Spaß haben. Und ja, ich sag mal, das wird schon. Das wird schon definitiv. Ich bin mal sehr gespannt, was an dem Wagen tuningtechnisch alles so gehen wird. Aber da kommen wir dann ja gleich noch drauf zurück. Den Rundkurs fahre ich super selten und aus irgendwelchen Gründen bin ich nicht in der Online-Lobby. War ich eigentlich drin vorher? Das irritiert mich minimal gerade, weil, naja, jetzt fahren ja halt sehr viele Drivatare durch die Gegend, die mir eventuell in die Karre fahren wollen. Finde ich nicht so geil, aber hey. Das ist ja relativ einfach behoben, wenn wir in eine Online-Sitzung reingehen. So. Dann würde ich sagen, Modern Rally, jawohl, da gehen wir rein. Auch wenn Modern natürlich, sehr subjektiv ist hier in dem Fall. Wie gesagt, 2008, das ist ein Tacken her. Das ist wirklich ein Stückchen her. So, wir sehen natürlich sehr viel Subarus hier im Spiel. Ja, was man tatsächlich relativ leicht vergisst immer wieder, ist, dass Mitsubishi ja nicht von Anfang an im Spiel vorhanden war. Mitsubishi war eine der Marken, bei der es am Anfang Lizenzprobleme gegeben hat. Zu Release des Spiels. Es hat, glaube ich, nicht lange gedauert, bis die Evos dann im Spiel waren.
Das waren, glaube ich, 2, 3 Monate. Aber trotzdem, ja, eine gewisse Zeit lang gab es hier in der Modern Rally Kategorie eigentlich fast nur Subaru. Halt noch ein paar andere kleinere Fahrzeuge, wie der Focus beispielsweise. Aber die Evos haben halt schon irgendwo gefehlt. Und auch als jemand, wie gesagt, der Subaru prinzipiell mehr mag als Mitsubishi, alleine diese Konkurrenz zwischen dem Evo und dem Impreza ist einfach so eine unfassbar ikonische Rivalität. Die nicht in einem Videospiel zu vertreten, ist einfach echt eine Sünde. Das muss man aber ganz klar sagen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir Mitsubishi jetzt mittlerweile wieder im Spiel haben. Und ja, tatsächlich auch sogar das Carpack damals for free reinkam. Haben ja auch einige vermutet fast, dass das Carpack, das Mitsubishi Carpack kosten wird. Hat's aber nicht. Es war for free, wie ich es auch von Anfang an gesagt habe eigentlich. Es gab ja ein paar, die gesagt haben, aber Porsche hat doch auch gekostet. Porsche war eine ganz andere Situation. Jetzt sind wir einfach mal froh, dass wir die Fahrzeuge im Spiel haben, weil selbst wenn ihr die nicht fahrt und noch mehr Subaru-Fan seid als ich, dann ist es doch trotzdem noch schön, wenn ihr in den Rennen dann auch die Evos als Konkurrenzfahrzeuge habt. Oder? Ich finde schon. So, wir merken auf jeden Fall, er ist jetzt logischerweise nicht der allerschnellste. Es ist immer noch ein Straßenfahrzeug, kein wirkliches Rallye-Rennfahrzeug. Aber er macht Spaß zu fahren. Er tut sich hier auch wirklich nicht allzu schwer. Das kann man definitiv machen. So, ich bin mal gerade am Überlegen, wie extrem wir den Umbau machen werden. Das weiß ich gerade ehrlich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Mitsubishi ist auch, glaube ich, immer noch unabhängig, oder? Mitsubishi gehört, soweit ich weiß, keinem Konzern an. Baut ja mittlerweile primär SUVs. Der Lancer ist immer noch eine Limousine, soweit ich weiß. Aber, ja, ich glaube, Mitsubishi wurde noch nicht aufgekauft. Halten sie noch über Wasser. Auch wenn man tatsächlich irgendwie, zumindest jetzt hier in meiner Gegend, nicht so viele Mitsubishi sieht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich finde die auch alle irgendwie, die sie aktuell im Line-Up haben, nicht so attraktiv, muss ich sagen. Na, aber egal. Mitsubishi hat das auch, by the way, nicht drauf, Namen für die vernünftigen Fahrzeuge zu geben, weil der Eclipse ist auch ein SUV mittlerweile geworden. Oder war zwischendurch einer, ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Aber ja, das hat Mitsubishi nicht so drauf irgendwie. Keine Ahnung, warum das so schwer ist, Autos zu benennen. Das kriegen ein paar Marken heutzutage nicht richtig hin. Aber gut. Im Zweifel sollst du mich anrufen. Ich finde geile Namen. Kriegen wir hin. Dann haben wir demnächst den Mitsubishi Klaus oder so. Das wäre doch super. Und dann könntest du ein großes Mysterium drum machen, warum der Wagen jetzt Klaus heißt. Die gesamte Menschheit rätselt. Das wäre ein absolutes Marketing-Gold, sag ich euch. Aber auf jeden Fall. So. Ich bin jetzt mal allgemein wirklich gespannt, was wir hier auch an... Die Straße geht hier links lang, oder der Weg besser gesagt. Ich bin jetzt mal auch allgemein gespannt, was wir hier an Einbauteilen haben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir den Evo 10 irgendwann mal angeguckt. Aber nicht im LP. Und weiß es aber nicht mehr. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich da jetzt wirklich einfach mal überraschen. So. Dann gucken wir mal, was haben wir denn an Motorswaps? Wir können ein LS-Swap, meine Damen und Herren. Oh, machen wir nicht. By the way, ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wie unfassbar fehlleitend die Leistungskurve ist. Weil wir sehen hier, wenn wir uns jetzt mal die X-Achse anschauen, dass wir mit dem Motor hier in der Mitte ungefähr bei 4000 Umdrehungen sind und bei dem hier bei 5000. Also der hier dreht deutlich, deutlich höher als der LS-Motor, obwohl das hier gar nicht so rüberkommt. Das ist unschön gelöst, Playon Games. Gerade wenn man bedenkt, dass die Y-Achse wiederum, nämlich
identisch bleibt. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So, och du Scheiße, einige Teile. Charge oder Varis. Ich finde das Varis-Kit eigentlich tatsächlich sehr geil, aber ich möchte einen Offroad-Aufbau draus machen. Und ich glaube, da passt das hier nicht so richtig rein, ehrlich gesagt, was wir hier haben. Wir gucken uns trotzdem alles an. Ja, moin. Der ist aber definitiv zu hoch, der Flügel. Dann, ja, schon viel besser. Und Flügel wegmachen würde natürlich gehen. So, das hier sieht absolut bescheuert aus, wie ich finde. Och du Scheiße. Aha, jawohl, die beiden Teile. Dann Flaps. Ah ja, genau, Blaulicht. Nochmal Blaulicht. Also Safety Car Licht, Blaulicht, Safety Car Licht mit Flaps, Blaulicht mit Flaps und ein Ersatzreifen. Würde ich sagen, nehmen wir die Flaps einfach nur. Die passen ganz gut. Dann noch eine kleine Luftputze, à la Subaru. Oder auf dem Dach. Oder noch ein paar Scheinwerfer. Oder beides. Und ich würde sagen, wir nehmen die Scheinwerfer. So, da wird auch ein ordentliches Rent-Design draufkommen, keine Sorge. So, Offroad-Reifen natürlich. 245er dürfte er vorne und hinten haben. Machen wir 275er draus. Können wir die Reifen einen Tacken rausholen? Ja. Ja, komm, warum nicht? Sieht jetzt nicht so bescheuert aus, finde ich. So, Kupplung, Getriebe. Wenn wir ein DKG haben und den Wagen ins Gelände werfen, dann machen wir das auch vernünftig. Rennbremsen, Offroad-Fahrwerk, Stabis. Gewicht würden wir gerne ein bisschen was behalten, deswegen machen wir nur die Straßengewichtsreduktion und machen dafür das Chassis nochmal ein bisschen steifer. Und jetzt ist die Frage, wie hoch gehen wir mit der Leistung? Das Ding ist, ich traue dem Wagen einiges zu. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen mal auf 600 PS. Ich traue dem Wagen das zu, ehrlich. Der kriegt das hin. Das wären 441 kW. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen überhaupt. Mit dem Turbo potenziell. Ja, guck mal, da kommen wir aber locker hin. Kolben, Auspuff. Ja, okay, ich weiß nicht, ob wir da locker hinkommen, aber wir müssen eigentlich hinkommen. Ja, nee, kommen wir nicht. Kommen wir nicht. Dann würde ich sagen, ja, haben wir noch das Ansaugsystem rein. Wie viel Leistung haben wir dann? Rechnen wir auch das mal ganz kurz wieder um. Da sind wir dann bei 541 PS. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Wie gesagt, 600 würde ich ihm zutrauen eigentlich, aber ich glaube, dafür müssten wir fast einen V8 einbauen. Oder einen Vollaufbau jetzt machen mit dem Motor. Das muss nicht sein, glaube ich. Das muss nicht sein. Ich glaube, das funktioniert schon so, wie er jetzt gerade da steht, ganz gut. So. Dann wollen wir den Wagen natürlich noch einstellen hier. Getriebe natürlich kürzer. Wir wollen die Gänge schnell durchkloppen können. Und nicht 500 km/h fahren. Das brauchen wir nicht im Gelände. So, ich hoffe, das funktioniert. Ehrlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Weil der einzige Aufbau, den ich vom Evo 10 bisher gemacht habe, war der CVR-Aufbau. Der ist ja von mir. Aber, naja. Die CVR-Aufbauten sind ja nicht auf Performance getrimmt. Überhaupt nicht. Die sollen reinhauen und halt noch relativ schnell sein. Aber vor allem sollen sie reinhauen. So. Ja, probieren wir es mal in die Richtung ungefähr. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Design. Mal schauen, ob wir da was Schönes finden potenziell. So ein Ready-Design fände ich ganz nice. Ja, guck mal, das ist doch wunderschön. Also Träumchen, da würde ich aber mal... Da würde ich mir ja fünfmal runterladen hier. Evo 10 GSR 2008. Aha. Das finde ich ganz okay eigentlich. Das wird aber von den Felgen her nicht passen. Wie sieht denn das hier aus? Das finde ich eigentlich gar nicht allzu schlecht, ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Eventuell, wenn es übernommen wird. Jawohl. Ja, guck mal. Doch, gefällt mir. Gefällt mir. Ist natürlich teilweise Custom Design, weil, naja,
Ich glaube jetzt nicht, dass ein Evo 10 unter dem Forza Horizon 4 Logo gefahren ist, aber hey, ist mir jetzt auch egal. Ich find's schön. Das könnte auch sehr gut ein Custom Design sein. Also ich weiß gar nicht mal, ob der Wagen so in der Realität gefahren ist. Keine Ahnung. Möglich ist es, ich weiß es nicht. So, und jetzt würde ich aber sagen, wenn wir schon hier sind, ne? Dann fahren wir aber auch was Anständiges. So. Modern Rally, ja. Und zwar hätte ich richtig Bock auf Silver Lining. Im Winter. Sonnenuntergang. Im Blizzard. Also das, was das Spiel Blizzard nennt. Und das Ganze aber trotzdem fliegen, dass wir eventuell so ein bisschen in die Nacht reinfahren. Finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, das wird Spaß machen. Ich glaube, der Wagen kann das. Ich hoffe, der Wagen kann das. So, okay, die Leuchten vorne hätten eventuell nicht drauf müssen vom Design her, aber gut. So sei es. Ja, also, der Blizzard im Spiel ist halt lächerlich. Wenn ich da an Blizzard Mountain zurückdenke, da hast du aber schon. Da musstest du genau aufpassen, wenn der Blizzard kam. Oh, ich hatte zu viel Grip. Wir setzen uns einfach mal nur zurück. Weil ich glaube nämlich, wir kommen trotzdem relativ easy durch hier. Ja, für das Rennen hätte ich das Getriebe potenziell doch einen Tacken länger stellen müssen, weil hier kommen noch einige schnelle Abschnitte, aber. Ja, ich traue dem Wagen das zu, dass er das auch so packt. Auch mit dem etwas kürzeren Getriebe jetzt. So. Ja, guck mal, da sind wir nämlich schon wieder hier vorne an den Subarus dran und übernehmen die Führung. Muss dran vorbei, kein Problem. Easy Game. Okay, der fährt sich richtig gut. Holy shit. Aber richtig. Jawohl. Einen leichten Slide ziehen und einfach weiter Gas geben hier. Der Wagen hält dort aus, aber volles Rohr. Hier rechts rein. Wunderbar. Na schade, Telemetrie habe ich nicht an. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel Ladedruck wir haben. Ja, das könnte durchaus ein bisschen was sein. Aber egal. Jawohl, leichten Sprung für die Fans. Alter Vater, das ist halt richtiges Ready-Feeling hier mit dem Wagen. Ja, jawohl, doch, hat noch gereicht. Hätten wir auch easy dran vorbeischlittern können. Sind wir aber nicht. So. Ja, komm rum. Einmal durchs imaginäre Ziel gefahren, aber nee, unser Ziel ist noch ein bisschen weiter entfernt. Haben noch eine kleine Strecke vor uns hier in dem Rennen. Nur so ein bisschen. Der Wagen hat deutlich mehr Grip, als ich eigentlich dachte, tatsächlich. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ich glaube, wenn ich hier in den Slide möchte, muss ich ein bisschen mehr mit der Handbremse arbeiten. Weil ansonsten hat der Wagen halt wirklich einfach die Traktion.
Das heißt, theoretisch könnte man den Wagen halt nochmal ein ordentliches Stück weicher, nochmal ein ordentliches Stück mehr Leistung geben. Und dann auch noch leichter machen. Und dann halt wirklich so einen extrem slidigen Aufbau machen. Könnte auch richtig Spaß machen, glaube ich. Aber wie gesagt, für mehr Leistung muss man hier dann fast den LS-Swap machen. Also ich glaube, du kriegst ihn zwar auf 600 PS hoch, aber ich glaube wirklich, da würde auch 700, 800 PS gehen. Ich meine, wir haben hier über 500. Und der Wagen fährt sich noch... Der Wagen fährt sich halt viel besser einfach als bei der Serienmission. Ich meine, er hat hier in Forza sowieso ein bisschen zu viel Leistung. Ich glaube, in Forza hier hat er ungefähr 320 PS oder so. Aber trotzdem. Also von der reinen Fahrbarkeit her fühlt sich das nicht an wie 500 PS, sondern wie deutlich weniger. Aber wie gesagt, das ist in einem positiven Sinn jetzt. Das möchte ich überhaupt nicht negativ ankreiden, weil so ist es nicht gemeint. Das ist wirklich positiv gemeint, was ich hier sage. So, jetzt mal hier ein bisschen mehr Topspeed ausfahren. Zumindest die 280, die wir haben. Viel mehr ist es nicht. Ja, ich glaube, wir werden in Begrenzer laufen, wenn wir das Festival fahren. Also ins Festival rein, einmal durch. Ist ja ein super langes gerades Stück. So, jawohl. Jetzt fahren wir mal auf einen etwas technischeren Abschnitt zu. Bin ich mal gespannt, wie der Wagen hier durchkommt. Aber ich traue dem das halt zu. Also, ich habe volles Vertrauen in den Wagen. Und das, obwohl ich den 5 Minuten bisher gefahren bin. Das hatte ich bisher selten in der Form. Also ich bin jemand, ich komme super schnell auf ein Fahrzeug klar, wenn du es mir gibst und ich es vorher noch nicht gefahren bin. Das ist, glaube ich, eine meiner allergrößten Stärken in Forza, dass ich halt in der Lage bin, mich super, super gut anzupassen an den Fahrstil von gewissen Fahrzeugen. Aber dass es halt so schnell funktioniert und ich so instant weiß, wie ich den Wagen am Limit fahren kann, das ist selten vorgekommen. Das ist wirklich selten vorgekommen. So. Ja, kein Problem. Das war zu spät. Aber nur ein bisschen. Nur ungefähr 40 Meter oder so. Also nichts quasi. So. Ah, die Kurve ist ein bisschen enger, als ich dachte. Die fährst du halt im Regelfall nur andersrum und da kannst du die halt dadurch, dass du nicht so viel Schwung mitnehmen kannst. Kannst du die im Regelfall ein bisschen schneller nehmen. Leicht verschätzt, aber das macht gar nichts hier, dem Evo. So, jawohl. Jetzt hier nochmal ein bisschen Asphaltabschnitte, die wir hier haben. Oh ja, in einen extrem technischen Abschnitt kommen wir ja noch. Oh, da freue ich mich drauf. Das werden ein paar schöne Haarnadelkurven gleich. Wie krass, wie du den Wagen halt wirklich einfach in die Kurve reinschmeißen kannst, mit der Garantie, dass er da rumkommt. Das ist wirklich gut. Also ich war tatsächlich auch so ein bisschen am Hadern, ob ich Silver Lining Stage 2 fahren soll.
Weil das ja ein extrem langes Rennen ist und ich dann halt nicht so aufs Tuning eingehen kann. Aber ich brauche nicht aufs Tuning eingehen. Das, so wie er da steht, ist er gut. Also da möchte ich gar nichts mehr ändern. Ohne Scheiß. Das ist super stark, was wir hier stehen haben. Im Drehzahlbereich halten. Wir wollen nicht ins Turboloch reinrutschen. Das wäre ärgerlich. So. Und jetzt wird's lustig. Die Haarnadelkurven, die wir gerade hatten, die waren schon echt nicht schlecht. Aber jetzt beginnt der Spaß des Lebens, Freunde. Erstmal jetzt hier auf die Brücke. Ah ne, die Brücke kommt gleich noch erst. Richtig, stimmt. So, nämlich hier gleich, soweit ich weiß, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Boah, auch da ohne Probleme reingeslidet. Holy shit. Den Wagen kannst du aber sowas von einfach am Limit bewegen. Das ist gar kein Problem. Und ich glaube tatsächlich, auch dieses Tuning werde ich als Basis verwenden, um tatsächlich daraus ein Beginner-Tuning zu bauen. Ein Tutorial-Tuning sozusagen. Die Idee kam ja super gut an eigentlich. Und ja, ich glaube, der Wagen hier ist super gut geeignet dafür. So. Ey, wie viel Grip dieser Wagen hat. Holy shit. Ich frage mich halt ernsthaft, warum? Warum funktioniert der so gut? Ich meine, ja, die Grundeigenschaften sind auf jeden Fall gegeben, aber warum bist du so grippy? Warum slidest du nicht so durch die Gegend? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich einfach, weil wir genug Gewicht drin gelassen haben, dass den Wagen eben runterdrückt, gerade im Winter halt. Echt nicht irrelevant. Man muss nicht bremsen für die Kurve. Es reicht einfach, die Zäune hier mitzunehmen. So. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller durchs Gelände. Ich glaube, hier können wir auf knapp 200 km/h schon hochgehen, oder? Müsste eigentlich relativ locker machbar sein jetzt hier. Naja, nicht relativ locker, aber doch, da sind wir. Okay, im Winter jetzt sich hier an den Weg zu orientieren, ist auch nicht die leichteste Aufgabe. Aber funktioniert. So, ja, die Driver-Tarek-Gummibändern sich so ein bisschen hinterher. Weil ich glaube, die hätten eigentlich keine Chance. Auf normalem Weg, Bambi runter von der Straße. So. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir gleich, wenn wir durchs Festival fahren, in den Begrenzer reinrasen oder nicht. Ich glaube, es kann passieren. Wenn wir es bergauf schon fast geschafft haben, dann können wir es hier auch machen, definitiv. Weil klar, bis zum Festival wird es ein bisschen bergauf gehen, aber danach geht es ja ein bisschen den Hügel runter. Also, ja, schauen wir mal. Weil wir kommen hier sowieso schon super schnell durch.
So. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Jawohl. Die geht schon mal jetzt leicht runter. Ah, da kommen wir gleich, oder? Ja, da waren wir. Im Begrenzer bei über 280. 283, glaube ich. Ist definitiv nicht verwerflich, die Geschwindigkeit. So, ja, dann war es aber definitiv auch klug, rückwirkend betrachtet, das Getriebe so kurz zu stellen und nicht in Hinsicht auf Silver Lining noch länger zu stellen. Weil, naja, selbst wenn mich das jetzt 2-3 Zehntel gekostet hat, oder meinetwegen, lass es auch 1 oder 2 Sekunden sein, ja, das holen wir halt alleine dadurch raus, dass wir in keinem Szenario in ein Turboloch reinfallen durch das kurze Getriebe. Also das ist schon durchaus ordentlich hier, wie der eingestellt ist. Da habe ich auch einfach zufällig durch Glück exakt die richtigen Einstellungen direkt getroffen. Durch Glück und gutes Abschätzen. Also klar, natürlich kann man noch leichte Dinge ändern, aber ich sehe es nicht als notwendig. Überhaupt nicht. Das gefällt mir schon, so wie er jetzt hier dasteht, super, super gut. So. Und ja, wir gewinnen mal eben Silver Lining Stage 2 mit so ein klein wenig Vorsprung, nur ein bisschen. So. Ah, das hat Spaß gemacht, definitiv. Das hat super viel Spaß gemacht. Das ist ein schöner Wagen. Mitsubishi sind toll, genauso wie Subarus. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!